So, hallo YouTube. Gerade hatte ich es noch auf Twitter gepostet. Android 4.1 Update aufs Galaxy Nexus wollte ich gerade durchführen. Rund um mich herum gab's keine Updates. Also nein, rund um mich herum, alle Leute, die das Ding beim Mediamarkt, bei Amazon gekauft haben, die bekamen ihr Update over the air schon seit einigen Tagen und bei mir passierte nichts. Jetzt, ich Depp. Nein, ich Depp nicht wirklich. Ich war kurz davor, das Nexus-Kit runterzuladen und von Hand das Update zu machen. Dann ist mir aber was eingefallen, so ein alter Trick. Den kann ich jetzt gerade nicht zeigen, weil das Update gerade runtergezogen ist. Nebenbei mal bemerkt, 144,9 Megabyte groß. Wird jetzt gerade überprüft. Und zwar, der Trick ist relativ einfach. Ihr müsst einfach alle Google-Apps, die laufen auf eurem Nexus-Gerät, ich mache das mal eben, später installieren. Ich breche hier einfach mal ab und zeige euch das mal ganz kurz. Also nur mal zum Zeigen, wie der Trick ist. Und zwar, ihr geht in die Einstellungen. So, dann habt ihr irgendwo da oben die Apps. Und dann habt ihr hier ganz rechts alle Apps. Und jetzt wollt ihr hier durch runter scrollen, bis ihr zu den Google Services kommt. Google Dienst Framework nennt sich das Ganze. So, und da ist jetzt einfach die Reihenfolge. Einmal alle Dateien löschen. Yep. Und direkt danach den Stopp erzwingen. So, das habe ich eben gemacht. In den Homescreen zurück. Dann nochmal Einstellungen aufrufen. Runter zum Mein Telefon. Und da oben dann die Systems-Updates, dann sucht ihr nochmal genau, dann setzt ihr das hier zurück, dann steht da auf einmal 1.1.1970. Jetzt überprüfen. Und das ist der Punkt, wo eben bei mir das Update gefunden wurde. Jetzt gerade nicht der Vorführeffekt, aber ihr habt es ja eben gesehen, das Update wurde schon heruntergezogen. Es kann sein, dass ihr das jetzt einfach ein paar Mal machen müsst. Dann taucht aber irgendwann das Update auf. Bei mir hat das jetzt beim ersten Mal geklappt. Einfach ein paar Mal machen. So, um euch wieder zu beruhigen, ich habe das Ganze jetzt noch zweimal gemacht. Danach hat er das 4.1er Jelly Bean Upgrade wieder gefunden und lädt das jetzt einfach nochmal.